Hallo und herzlich willkommen zurück. So, was mir gerade aufgefallen ist in der letzten Aufnahme, tut mir leid. Moment, wo ist er? Mach mal die doch wieder ein bisschen lauter. War wie gar nicht zu hören. Ich hoffe, ihr hört sie dann jetzt, wenn sie denn mal wieder anfängt, da zu sein. Jetzt ist bloß gerade gar keine Musik zu hören. Und jetzt kommen die natürlich alle hierher und wollen Stunk machen. So, hatten wir jetzt noch irgendeine Verhandlung offen? Nee. Was wird das Lachen noch vergehen? Die rühmt sich hier bei uns? Ich kann gerade nicht. Wo sind Ich wir? kann hier gerade unmöglich weg. Wir sind gerade mal auf dem Weg zum Schlachter, ne? Ach, wisst ihr was? Wenn die schon mal hier ist und es gerade legal ist. Sie gucken, dass ich sie rausselektieren kann. Moment. Ja. So. Zack. Ja. Angriff! Alter, hier ist sie. Die da. Ja. Angriff! Ach, da wollte er jetzt noch eine andere angreifen, oder wie? Ja, die rennt jetzt natürlich weiter. Ah, hier ist noch Derek. Ist aber der Sohn, ein Angestellter, ne? Hat einen neuen Beruf. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Ich nehme mal an, das sind jetzt die neuen Wachen, die wir angeteilt haben. Hier ist Ella, auch ein Kind. Na komm her, Gabriele. Na los. Wo bleiben meine Schergen? Da hinten, okay. Aber wir sind grundsätzlich schneller im Rennen als sie. Also wir haben schon gut Abstand wieder aufgeholt. Fernhandel, ja. Und immer. Jetzt greift die wie Winkelmann an. Ich werde ja nicht mehr. Oh! Der wurden die Knochen gebrochen. Danke, Frau Winkelmann. Aber, was ist das? Achso, wir müssen warten, bis der Winkelmann wegguckt und vor allem der Gardist nicht mehr da ist. Sie flieht vor dem Gardisten. Okay. Nein! Ja. Oh, nein. Euer Ansehen hat sich verschlechtert. Die ist verstorben. Ja, Ah, ihr. Eigentlich hätte ich dir ja gesagt, du hast nichts gesehen und hättest auch was gekriegt von mir, aber na gut, dann halt nicht. Nein, ich werde jetzt nicht die KI angreifen. Na gut, weiter geht's mit Geldeintreiberei. Ab Sicher. Zur Schlachterei. Geweint. Ein Familienmitglied wird angegriffen. Juliana, von denen hier. Muss man das schaffen, oder? Hab keine Zeit. Ah, die ist schon fast runter. Los, komm mal immer fester drauf da. Du musst schon treffen. Ihr habt den Schmack dazu. Genau, das ist meine Frau. Schon wieder gereimt, aber was ist denn los heute? So. Ich werde angegriffen. Was, die Winkelmann? Hat die nicht mehr alle? Ihr habt den Kampf gewonnen. Ach, war was ein Räuber. Okay. Was? Aha. Okay. Taschendieb. Ach, schön, dass es endlich wieder mit Rechtsklick weggeht. Sehr schön. Oh, so ein blödes Wetter hier. Kamera ist einmal komplett gedreht. Okay. Der Regenklang hat sich verändert. Okay. Ah, Knolle baut sich hier gut aus, wa? Die Tischlerei wurde gerade ausgebaut oder repariert und die Maurerei wird gerade richtig gebaut. Ach Mensch, apropos reparieren. Ah, könnte mal wieder angebracht sein. Zack. Zack. Die Lustigmanns dazu. Hier aus? Genau, das sind hier die drei Wesen, die aufgestiegen sind. Ich würde wirklich so gerne Schutzgelder erpressen. Aber die rennen ja auch überall dann immer rum, ne? Andererseits, ich glaube, hier gibt es keine Dynastie, ne? Aber drei Mann nur für eine Maurerei? Und dann werden sie hier reinrennen und hier gibt es ja wiederum Dynastien. Wie hier zum Beispiel... Achso, das ist ein Bürgerhaus. Das kann man nicht erpressen. Ach, wisst ihr was? Ich probier's mal.
Sie werden erzittern. Mir war sowieso langweilig. Hätte klappen. Euer Ansehen ist gewachsen. Das ist sehr schön. Könnten wir generell wieder nach unserem Ansehen gucken. Ja, super. Also. Andauernde Regenfälle sorgen für Überflutung. Was will man da noch mehr? Wir wurden auch nicht angeklagt, also von daher. Was ist? Mit dir mache ich das kostenlos weiter manuell, weil ich brauche halt auch mal zwischendurch woanders. Alles für unsere Dynastie. Die sind hier dauerhaft am Prügeln, das ist so krass. Amtsträger ernannt. Zum Kämmerer. Okay. Könnten wir mal gucken. Ach nee, wir durften jetzt noch keine Vetternwirtschaft machen. Das geht, glaube ich, erst, wenn wir im Adel sind, ne? Genau. War das hier schon Edelmann? Ja, genau, Vetternpolitik. Na gut, wir dürften aber theoretisch bei 6.500 die Garnison ranholen, wodurch wir patronieren können und Gebäude überwachen können. Das bringt nur leider kein Geld ein. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Ja. Hier bin ich. Ist ja gut und schön. Aber irgendwie das mit Personen bewachen. Ach Quatsch, was mache ich denn hier? Für die Schergen, das bringt irgendwie auch kein Geld ein, oder Erfahrungspunkte. So, wenigstens Erfahrungspunkte hätte ich mir gewünscht. Und wie vielleicht, weiß nicht, so einmal pro Jahreszeit. Das wäre wünschenswert gewesen, aber gut. Wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. So, Christian. Das ist so langweilig. 12 Jahre ist er jung. Ich habe keine Lust dazu. Ob ich ihn nochmal losschicke? 5.000, das ist schon eine Hausnummer. Hä? Hey. Wenn ich groß bin, werde ich Henker. Warum bist du denn da drinne? Geh nach Hause. Junge, Junge, Junge. Wir könnten ihm aber schon mal einen Waschlappen und die Blumensträuße geben. Weil er ist ja bald erwachsen, der kann sich dann gleich schon mal um Nachwuchs kümmern. Ist was? So. Oh Mann. Ich klicke jedes Mal auf das falsche Symbol. Ich weiß nicht warum. Alles für unsere Dynastie. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange hält er das jetzt durch hier? Unser junger Mann eigentlich. Weil ich bin ganz ehrlich, ich bin da wirklich ein bisschen geizig und würde gerne die Rüstung und das Schwert vorher irgendwo ablegen. Damit wir es nicht nochmal kaufen müssen, wenn es dann überhaupt nochmal gekauft werden kann. Müsste man mal gucken. Ja, das Schwert geht nicht mehr, die Rüstung geht nicht mehr. Ist da was? Dann werde ich gleich mal die Ausrüstung tauschen bei ihm. Und dann lege ich das zu Hause ab, damit dann der Christian das erben wird. Ich kann so. Gerade nicht. Gleich ist es soweit. Boah, 800, mein. Käsetoast? Lang nicht mehr gehört. Genauso wie die Musik. So, was gern, geben wir Ihnen stattdessen? Vielleicht einen Bayer und einen Gambeson? Kettenpanzer 90 Rüstung. Ja. Hier 1. Ach, und der gute alte Streitkolben, oder? Ja. Der hat sich schon in den letzten Aufnahmen immer bewährt gehabt. Ist auch nicht so mega teuer. So, dann tauschen wir die Geschichten jetzt aus. Nur schade, dass die Waffe nicht zu sehen ist. So. Und dann bringst du die Geschichten klasse, nach Hause. Endlich wieder was zu tun. Dann bist du immer noch geschützt genug. Und hast wirklich ein andauernde gutes Erbe für deinen Sohn. Regenfälle sorgen für Überflutung. Jawohl. So. Moment. Achso. Schon gut. Und weiter geht die Wildefahrt. Auf zur Schlachterei. Und wie ist das jetzt weniger erfolgreicher als vorher, ne? Wahrscheinlich, weil wir es zu oft an derselben Stelle machen. Und was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ich tue mich gerade echt ein bisschen schwer, ehrlich gesagt. Die Lücken zu füllen.
Weil normalerweise würde ich ja jetzt ihn auch auf Schutzgeld erpressen schicken oder auf Einfluss sammeln schicken. Und dann Handelsrouten anpassen, Lagerkapazitäten kontrollieren und alles. Fehlt jetzt aber noch. Also ich freue mich da wirklich schon sehr, sehr auf den nächsten Patch. Boah, ist ja eine Ameisenreihe hier. Oh, Fehlschlag. Ich freue mich da wirklich schon sehr auf den nächsten Patch, damit wir damit loslegen können. Dann hat man als ehrlicher Hauptmann oder ehrlicher Räuber, wie auch immer, selbstverständlich, doch mal eine Zwischenbeschäftigung. Weil momentan bin ich wirklich ganz ehrlich, tue ich mich echt ein bisschen schwer, euch zu unterhalten. Und ich habe aber versprochen, ich werde jetzt nicht mehr offscreen hier bei Gilde 3 irgendwas machen, außer es ist jetzt, dass ich irgendwie einen Spielstand neu laden muss, weil irgendwas total schief gegangen ist, wie zum Beispiel, dass man ein Kind verkauft. Hätte ich nie vergessen. Ansonsten, nee, mache ich das nicht mehr. Ihr werdet alles miterleben hier. Ich hoffe, das gefällt euch auch. Auch wenn es wirklich teilweise mühselig und langsam vorangeht. Mit 186, Junge, Junge. Ich glaube, ich gehe mal wieder in die Altstadt. Zack. So. Ihr werdet stolz auf mich sein. Ja. Ach krass, überall sind meine Gauner. Junge, Junge. Gaukler, so. Das wird euch sicher helfen. Was? Ah ja. Das fällt ihm jetzt nach 40 Jahren ein. Abgesehen davon, dass ich größtenteils rechtschaffen und fleißig hier agiere. Fleißig auf jeden Fall. Rechtschaffen? Naja. Können wir mal gucken. Unsere Familie ist rechtschaffen, großzügig und aggressiv. Im Land. Sag mal, was ist mit der Musik los? Ich höre nichts mehr. Das ist so langweilig. Ja, ich habe keine Lust dazu. Betteln wäre doof. Verliert er wieder Einfluss. Ich will was Süßes haben. Schon das kitzelt. Ja. Los, piek's mich nochmal. Ich bin gerade verhindert. So, was kostet überhaupt die nächste Stufe? Eieiei, 2800 Einfluss bräuchten wir. Da ist es doch schon Überlegung wert, ob wir uns mal Ansehen dazu kaufen. Ja, doch, komm her hier. Was? Das muss ich bei jemand Bestimmtes machen? Okay. Stufe 10, aber auch 100%. Ihr seid ein öffentliches Ärgernis. Wahrscheinlich. Ihr habt den Kampf gewonnen. Ich lasse mal eben noch das Schutzgeld erpressen durchlaufen und dann probiere ich das mal. So. Ging. Ja, aber wenn ihr mich fragt, dann würde ich viel lieber einen Becher Wein trinken, als mir die Hände schmutzig zu machen. Ich will Beute machen. Wenn jetzt nicht, bitte. So, gehen wir mal ganz ehrliche Geschäfte machen, ne? Miezekatze! Ja, also Animationen sind definitiv da jetzt wieder. Ich stehe mitten auf dem Weg im Winter. Ich kann hier gerade unmöglich weg. So, laufen wir mal das Stadttor durch, genau. Gucken, wo sich der Typ rumtreibt, den wir da bestechen wollen, den Junker. Guten Tag. Hallo? Ey! Jetzt mal! Rechts vor links kennt ihr nicht, oder was? Obwohl, ich laufe auch mehr links und mittig als rechts. Boah. Gibt's ich nur Freibier? Weise meine Knechte und Gesellen jeden der ist der Landsherr! Sich an eurem handwerklichen Geschick was? Da stand gerade der Wehr Junker. Er ist Landesherr, hat aber den Sozialstatus Junker? Wie soll ich das bitte verstehen? Junker, Junker. Hier, Junker. An den Hof des Monarchen entsenden. Mitglieder ändern. Ah, wir haben ja noch die Gilden. Deswegen heißt es ja Gilde. Ah, okay. Gut, dann haben wir wahrscheinlich bald wieder sehr viel zu tun. So, dann haben wir schon wieder gut Einfluss jetzt rangekriegt. Zack. Oh, ja. Schenkel. Das ist doch Neustadt hier, ne? Müsste es sein. Wo ist der Markt? Ach, hier vorne.
Es ist Neustadt, genau. Gucken, ob wir hier reingucken können. Naja, wird nur nichts animiert. Kann man euch reden hören? Schade. Huch! Und wieder ein Jahr rum. Fernhandel interessiert uns nicht, wir haben keine Waren. Geschützt für 364, oh Mann. Haben wir hier irgendwie eine Inflation oder so? Selbstverständlich. Ihr habt den Kampf gewonnen. Was ist denn für ein Kampf schon wieder? Was ist hier los? Zwei Dynastien verbünden sich. Unterholzer und Geißlein. Oh, weia. Ich glaube, wir lösen hier bald einen Bandenkrieg aus. Was wollt ihr? Eigentlich wollte ich mit dir verhandeln, aber irgendwie... Was wollt ihr? Was haltet ihr mal vor den Fehde beenden? Sagen wir für... Ach, das geht jetzt auch wieder. Interessant. Tausi? Hm? Okay. Dann halt nicht. Gehe ich noch ein bisschen Geld eintreiben und dann komme ich mal vorbei, ne? Leonore Geislein, die ausdauertranksüchtig ist. So, einmal anklopfen gehen da. Ist aber auch ein schickes Haus, ne? Kann ich mal irgendwie die ganzen Marker da hinten wegkriegen? Ich will das Haus sehen. Ich bin gerade verhindert. Das geht nicht. Ihr habt den Kampf gewonnen. Was ist denn für ein Kampf schon wieder? Ihr habt den Kampf gewonnen. Was? Winkelmanns wieder. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Ich sehe schon, komm, wir haben hier bald einen richtig fetten Krieg vor uns. Ups. Hier bin ich. So. Ihr habt den Kampf gewonnen. Ihr seid nicht mein Meister. Das ist einfach nur ein Scherge. Aber wenn du ein Scherge bist... Was machst du hier? Was wollt ihr denn? Du befasst dort ein Gebäude. Ich bin zur Stelle. Was ist mit deiner Stimme los? Ja! Ihr habt den Kampf gewonnen. Also irgendwie ist das mit den Synchronstimmen komisch momentan. Ein bisschen durcheinander gewürfelt. So, immer feste drauf da. Genau, ihr beide hoch. Zack. Zack. Ihr habt den Kampf gewonnen. Zack. Genau. Knolles Sohn schmeißt noch ein paar Steine, so ist gut. Damit hätten wir den Schergen schon mal weg. Jetzt gehen wir mal ein bisschen aufräumen hier. Hier ist Gerlinde. Ah, nee, kann man nicht. Ist ein Kind. Da ist Ella, auch ein Kind. Aber wie viele Kinder haben die denn? Hier ist Derek, auch noch ein Kind. Informant. Kann kein Kind sein, also... Nutzen wir die morgendlichen dunklen Stunden. Julia und Juliane von den Winkelmanns, auch nicht schlecht. Spielen wir was zusammen? Ich will dich endlich losschicken eigentlich. Erstmal schnell eine Frau ranholen, Kinder kriegen und dann Einfluss sammeln. Das wäre jetzt sehr hilfreich. Habe ich eigentlich einen Timer gestellt? Tatsache, ja. So, wo bleiben wir? Da, okay. Jetzt muss man natürlich ganz kräftig aufpassen, dass wir uns das echt nicht weiter verscherzen hier irgendwo. Oder? Moment. Boah, ja, also... Ihr seht es ja, also mit zwei Räuberlagern auf Gaukler zu machen, das ist eigentlich schon ein Erfolgsrezept. Warum flieht der? Warum darf der das? Wo ist jetzt... Ach. Ich bin zur Stelle. Komm her, ihr. Folgt mir! Haltet ihn! Er hat eine krumme Nase. Wir mögen ihn nicht. Den Kampf gewonnen. Doch, ging schnell.
So, jetzt müssen wir warten, dass hier keiner zuguckt. So, in der Altstadt natürlich ziemlich schwierig, so am helllichen Tage. Hurra! Oh! 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 Mich würde aber auch mal interessieren, ob man durch einen Angriff irgendwie eine Verletzung bekommen kann, die man beim Medikus behandeln lassen müsste. Wäre ja eigentlich sinnvoll, ne? Hier von mir, ja. Leonore, Gelinde. Was wollt ihr? Ich will, dass ihr uns in Ruhe lasst. Jetzt haben wir mal 2000. Hier bin ich. Altes, verbohrtes Weib. Angriff! So. Was wollt ihr? Ohne Tätigkeit steht so herum hier. Grobhandwerkerhütte. Hier eine Tischlerei. Müssen wir mal mit den Schergen noch gucken, bezüglich Brandstiftung und so. Ihr habt den Kampf gewonnen. Das ist immer gut, auch wenn ich nicht weiß, welcher Kampf das war. Und dann brauchen wir noch 17,5 dafür. Ihr habt den Kampf gewonnen. Was hier los? Zwei Dynastien sind nicht mehr alliiert. Okay, das ist schon mal gut. Bleiben wir hier? Oh, das ist ja hier wieder am Arsch der Heide. Söldnerquartier wird gebaut. Aha. Aber die werden ja bestimmt auch nur erpressen gehen. Da bin ich ja mal gespannt. Ich meine, so viele Angestellte von denen, wie die hier rumlaufen. Ich dachte erst, es wären auch Räuber. Boah, ist das heavy gerade. Da kommen wir. So, da man sowas ja eigentlich nicht macht mit alten Frauen. Ist die weggerannt? Ist ja eine Sauerei. Kommen Sie mal her hier. Attacke! Ne? Oh, ist die in die Hütte gerannt? Na, warte. Wo sind meine Schergen? Wie lautet der Plan? Gebäude Auskundschaften. Was ist mit Vandalismus? Ich darf nur Feuer löschen. Das ist natürlich doof. Hier musst du Gebäude Auskundschaften. Und du. Ich weiß gar nicht, was ihr an mir habt. Beweise finden. Ernsthaft? Ja. Seid ihr euch der Konsequenzen bewusst? Was für Konsequenzen? Das sind Beweise finden. Jemand mag euch nicht. Ich hab doch nichts gemacht. Ich bin doch ehrlich und rechtschaffen und gib mir selber mildere Urteile. Ah, jetzt haben die alle Flöhe gekriegt hier. Ihr wünscht? Och nö. Sind wir hier in Flohhausen? Ich kann gerade nicht. Komm raus da. Ist doch wohl nicht wahr. Erst Feder erklären und dann abhauen oder was? Ihr habt den Kampf gewonnen. Ihr habt den Kampf gewonnen. Aber ich frage mich langsam wirklich, was mit der Musik los ist. Es gibt hier keine Hintergrundmusik mehr irgendwie. Bestätigen. Das ist sehr bedauerlich. Ja, da hast du recht. Boah. Ach ja, sind wir kein Richter? In den Angelegenheiten? Nee, anscheinend nicht. Okay. Hätte ich jetzt aber gedacht. So, hier sagt er mir jetzt bestimmt, dass wir keinen Titel dafür haben. Ja. Na gut. Da ist er! Ihr habt den Kampf gewonnen. Dann. Ich bin gerade verhindert. Das ist Juliane? Was macht die denn hier? Nee. Ach, Entschuldigung. Die ist doch gar nicht hier. So. So sei's. Du bewachst wieder deinen Auftrag. Plan?
Geber. So. Ihr habt den Kampf gewonnen. Ja, natürlich habe ich den gewonnen. Jetzt müssen wir bloß den richtigen Moment abpassen. Hör doch mal auf, mich immer anzuklicken. Dass niemand hier ihr ist. Ihr habt den Kampf gewonnen. Mehr oder weniger guckt gerade keiner zu. Das muss die Hitbox erwischen. 72%. Ja, dann läufst du noch weiter. Dann kommt der nächste vorbeigelaufen. Und dann noch mehr. Und hier ist jemand am Wegelagern. Und da kommt noch ein Gardist. Ach. Drei Gardisten auf einmal. Ich fasse es nicht. Jetzt steht die wieder auf. Los! Und ist wieder in die Hütte geflüchtet. Könnten wir die jetzt vielleicht verklagen? Haben wir Beweise? Nö. Sonst irgendwo? Auch nicht. Hm. Also entweder sind die alle vorsichtiger und schlauer geworden, oder es ist jetzt schwerer, Beweise zu finden. Oh, wir wurden schon lange nicht mehr angegriffen. Vielleicht kriegt man nur Beweis, wenn man selber beteiligt ist. Ja, wohl stimmt nicht. Wer hat noch andere Beweise? Hm. Das ist so langweilig. Ich habe keine Lust dazu. Kommst du hier an, alles gut und schön, aber ich hatte eigentlich gehofft, ich könnte hier ein Gebäude beschädigen, anzünden und wieso. Hm. Tja, dann würde ich sagen, bringt das jetzt hier nichts. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Das ist gerade echt ein bisschen schade. Aber gut, da müssen wir jetzt durch als Lurch, wenn wir ein Frosch werden wollen. Lieben Gruß an Bisu. Ja, dann können wir mal schneller drehen hier. Es geht eigentlich nur noch darum, das Geld ranzukriegen. Hier noch Einfluss haben wir. Boah, ist ja armselig. Nee, das. Obwohl, doch. Gut. Wenn es der feindlichen Dynastie gehört, warum nicht? Ich nehme auch mal stark an, dass die es nicht wagen werden, mich anzugreifen. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Das ist schon kräftig, was ich in der Mache gerade bei uns. Och, was? Junge, Junge, Junge. Ah, da frage ich mich auch, ihr werdet stolz auf mich sein. Das Schutzgeld selber, was dann gezahlt wird, gehört das zum Etat oder nicht? Weil ich kann es ja jetzt hier nicht sehen, oder? Nee. Entschuldigt bitte. Ihr habt den Kampf gewonnen. Es war, wie schon gesagt, eine lange Nacht. Mit dem Alex zusammen. Und es ist Sonntag, da arbeitet man ja eigentlich nicht. Ich bin zur Stelle. Oh, zack. Und dann hier nochmal. Lohnt sich jetzt zwar gerade überhaupt nicht, aber gut. Vielleicht ist es genau das Geld, was sie brauchen, um selber wieder das Geld Oberhaupt zu bekommen. Das Oberhaupt einer anderen Dynastie ist verstorben. Oh. Dann fehlt da bloß noch die Leonore. Und deren 70 Kinder oder so. 71, oh Gott. Das lohnt sich ja überhaupt nicht hier drüben. Aber hier bei der KI vielleicht in der Hufe. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Ja. Ich habe keine Ahnung, was der Graf von uns wollte, aber das sah komisch aus. 700! Na, endlich mal was Gutes hier. So, ich glaube, die Kulturpflegerhütte hatten wir noch nicht gegrast. Und dann grasen wir uns langsam aber sicher wieder zurück nach Hause mit diesen Schutzgelderpressen. Unterbezahlt, aber Überstunden. Sehr schön. Ihr habt den Kampf gewonnen. Sind das Spieleentwickler, nicht Grobhandwerker? Ich kann mir echt vorstellen, dass also Spieleentwickler so an sich schon Spaß macht, aber bestimmt ein verdammt harter Job ist. Vor allem, wenn man wie Purple Lamps jetzt gerade so eine Situation hat, dass man das Spiel übernimmt, mehr oder weniger, die Entwicklung übernimmt und dann vor einer Baustelle steht,
die selber eigentlich eine Baustelle ist. Ihr seid ein öffentliches Ärgernis. Die aus Tausenden von Baustellen besteht. Stelle ich mir so unglaublich schwer vor und so unglaublich undankbar gefühlt. Dafür, dass es ja immer noch sehr viele negative Kommentare gibt oder negative Kritiken gibt. Obwohl ja seit der Übernahme. Hat einen neuen Berufsgrad. Obwohl ja seit der Übernahme von Purple Lamps wirklich viel, viel Gutes passiert ist mit dem Spiel. Kann man die essen? Ich habe nämlich ziemlich Hunger. Und da juckt mir das Auge. Jetzt überschlagen sich hier die Ereignisse. Sehr drama. Aber die 17,5 machen wir noch. Werde ich jetzt mal ein bisschen schneller vorlaufen lassen. Ihr habt den Kampf gewonnen. Das ist gut. Huch, was ist hier passiert? Haben wir Beweis? Ne. Tatsache. Bestehlen? Na dann, Klage einreichen. Obwohl sie mich ja eigentlich mögen, aber geht nicht, ne? Ihr habt den Kampf gewonnen. Meine 120 gemacht. Jetzt muss ich mal den Rückweg irgendwie wiederfinden. Wo sind wir eigentlich? Warte mal, Kompass nach Norden. So. Ach, hier sind wir. Okay. Kann man vielleicht... Ich meine... Ah, oh, schade. Och, Mann. Ich meine, wäre doch nur logisch gewesen, dass wir den Landesherrn beschützen wollen, ne? Schaut mal, 17.000 haben wir schon. Die anderen Söldner oder Wachmänner, wie auch immer, sind ja schon gut unterwegs und machen genau das gleiche wie wir. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Ja, immer sagte hier. Ja, das war zwar erfolgreich, aber nicht lohnenswert. Kräuterhütte, Schlachterei. Sicher? Ihr habt den Kampf gewonnen. Ja. Ihr habt den Kampf gewonnen. Ja. Warum verlieren wir eigentlich zwischendurch Geld? Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. So, hier können wir nochmal einen Taschendiebstahl anklagen. 1-2, sehr schön. Jetzt nochmal ins Söldnerquartier. Ihr werdet geachtet. Wenn das jetzt funktioniert, ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Ist gut. Fehlschlag. Dann hier alles für unsere Dynastie. Ach, das ist auch eins. Moment, dann machen wir zuerst das. Ich komme echt nicht mit diesen Bedienfeldern klar. Ich weiß nicht warum. Haben die hier wirklich zwei Räuberlager nebeneinander gebaut? Ihr habt den Kampf gewonnen. Ihr habt den Kampf gewonnen. Übrigens, die Kogge gerade eben. Der hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Bei der Kogge gerade eben, das konntet ihr nicht lesen, da stand auf der Seite Zitteraal drauf. Deswegen fuhr die so. Also, die hat nur ihren Namen getreu gehandelt. Ja, ist gut. Aber wenn ihr mich fragt, dann würde ich viel lieber einen Becher Wein trinken, als mir die Hände schmutzig zu machen. Oh, wir haben die Knete. Gut, und damit werden wir jetzt Edelmann. Glückwunsch. Euer unermüdlicher Tatendrang hat euch die Erlaubnis eingebracht, einen neuen Titel tragen zu dürfen. Edelmann. Und damit ist jetzt die Ankündigung in der nächsten Folge und den Folgen danach werden wir zum einen unsere Vetternpolitik mal vorantreiben, dass wir mehrere Ämter gleichzeitig bekleiden können und zum anderen die Gebäude erobern. Statt sie in Brand zu stecken, werden wir sie übernehmen. Das heißt wiederum, wir könnten ja dann wahrscheinlich nicht die Handwerkstätigkeiten ausüben, wie mir gerade einfällt, weil wir müssten sie erstmal erlernen. Schade, das wäre es ja, wenn wir einfach mal die feindlichen Handwerker übernehmen sozusagen, damit die für uns Geld ranscheffeln. Aber gut, das wäre das ist eigentlich mal die Idee, als Räuber nebenbei noch ein Handwerk auszuführen, damit man immer eine kontinuierliche Geldquelle hat. Muss ich mal drüber nachdenken, ob wir das noch machen oder ob wir das wirklich erst in Vollrelease dann machen als unehrlicher Räuber. Aber gut, ansonsten hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht und wenn es euch gefallen hat, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder rein. Und bis dahin, ciao!